Erst hieß er Tucson, dann iX35 und ab Sommer wieder Tucson. Mit diesem SUV möchte Hyundai unter anderem dem VW Tiguan zu Leibe rücken. Und zwar mit 5 Motorvarianten. Ganz neu sind dabei der 176 PS starke 1,6 Liter Benziner, der den 2 Liter mit 166 PS ersetzt, sowie der 2 Liter Diesel mit 184 PS. Geschaltet wird per 6-Gang-Schalter oder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Die bewährten Diesel mit 115 und 136 PS bleiben im Programm. Das SUV bietet wahlweise Front- oder Allradantrieb. Optisch will der Neue mit der wie aus einem Guss erscheinenden breiten Front punkten. Die Radhäuser wirken durch die schwarzen Kunststoffumläufe sehr markant. Die nach hinten gezogenen A-Säulen dagegen sportlich. Die Preise des Tucson orientieren sich vermutlich am Vorgänger iX35, starten also bei rund 21.000 Euro.